Jo, moin liebe HSV-Fans und herzlich willkommen hier zu meinem Spieltagscheck auf HSV Fan Talk. Ja, was steht an? Samstagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht, Hamburger SV gegen Schalke 04. Ein absolut richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften, wie ich finde. Ja, hätte das Spiel vor 4 Wochen stattgefunden, würde ich sagen, das wird eine sichere Nummer für den HSV oder zumindest weitestgehend sicher. Mittlerweile haben sich die Vorzeichen etwas verändert. Der HSV ist überhaupt nicht mehr gut drauf, hat seinen Flow komplett verloren. Nach den überzeugenden Siegen in Düsseldorf und gegen Magdeburg kamen die Pleiten gegen Elversberg, Braunschweig, dazwischen SC Freiburg im DFB-Pokal, Nürnberg nur ein Unentschieden. Ja, alles in allem sehr ernüchternd, was wir da geboten bekommen haben. Schalke ist auch nicht wirklich viel besser drauf. Ja, sie haben ihr letztes Spiel gewonnen gegen Regensburg mit 1:0, haben vielleicht daher das Minimum Momentum auf ihrer Seite. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass das Schalke 04 in die Favoritenrolle hieft. Ja, es wird auf jeden Fall ein super, super spannendes Spiel. Und wie wer den Livestream letzten Mittwoch verfolgt hat, der hat wahrscheinlich auch rausgehört, dass Fadi und ich uns darüber einig waren, dass wir uns nicht einig sind. Wir können dieses Spiel überhaupt nicht einschätzen. Wir können es nicht greifen. Wir haben kein Feeling, wie dieses Spiel ausgehen kann, was passieren wird. Ja, was ist passiert in der Zwischenzeit? Wir hatten eine Länderspielpause. Im Normalfall sagen wir natürlich, brauchen wir nicht, können wir gerne darauf verzichten. Dieses Mal kam sie vielleicht ziemlich gelegen, um einfach mal alles sacken zu lassen, um Themen für sich zu verarbeiten, wie es hoffentlich auch der HSV getan hat. Angeblich gab es mehrere Aussprachen in verschiedensten Konstellationen, sodass sich hoffentlich auf diesem Wege einiges hat klären können, was sich eventuell innerhalb der Truppe so angestaut hat. Ja, die Minusleistungen, die wir in den letzten Wochen gebracht haben, die mussten halt auch mal wirklich angesprochen werden. Und ich hoffe, intern hat man da die richtigen Worte gefunden. Es gab auch was Schönes zu berichten unter der Woche. Miro Muheim hat sein Debüt gegeben für die Schweizer Nationalmannschaft. Er wurde ja einberufen, hat das erste Spiel noch nicht absolviert unter der Woche. Aber dann das große Spiel gegen Spanien, da konnte Miro sein Debüt feiern und ich hoffe, er bringt natürlich den Schwung mit zurück nach Hamburg und setzt diesen dann natürlich auch ein, sodass auch auf dieser Position wieder neuer Schwung reinkommt. Ja, wie sind die Vorzeichen? Verletzungstechnisch hat sich nicht so viel getan. Es gab gestern eine Schreckensmeldung, dass Jonas Meffert wohl ziemlich übel auf den Arm gefallen ist. Wo ein Ausfall drohte. Heute in der PK hat Steffen Baumgart das ganze Thema noch offen gelassen. Es ist wohl nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Stand jetzt würde ich aber sagen, schaut es ganz danach aus, dass Jonas Meffert dann am Samstag auch spielen wird, sodass auf dieser Position auf jeden Fall wieder Klarheit herrscht. Ansonsten hätten wir natürlich mit Poremba und El Fadli welche, die diese Position auf jeden Fall auch richtig gut bekleiden können. Nachdem ja auch Ludo Reis ausgefallen ist, wären das so die logischsten Kandidaten für diese Position. Sehr spannend wird es auf jeden Fall, was sich in der Abwehr tut. Nach den letzten Patzern von Sebastian Schonlau ist ja für viele Fans natürlich auch naheliegend, dass man vielleicht auch mal unseren Capitano hinterfragt. Ich persönlich gehe davon aus, dass Bascho spielen wird. Allein schon aus dem Standing heraus, dass er innerhalb der Mannschaft genießt und natürlich auch den Stellenwert, den er bei Steffen Baumgart hat, wäre für mich persönlich kein Argument, denn die Leistung sollte immer im Vordergrund stehen. Von daher bin ich da etwas zwiegespalten, ob ich Bascho spielen lassen würde, tendenziell eher nicht. Andererseits ist es auch immer eine Frage der Option, die wir haben.
Da kehrt ja jetzt Gott sei Dank Hadži Kadunic wieder zurück in die Mannschaft. Eventuell wird er auch direkt wieder in die Innenverteidigung rücken. Aber auch das ist natürlich noch offen nach seiner längeren Verletzung, wie sich da die Konstellation ergibt. Ansonsten rechne ich nicht mit ganz so großen Überraschungen. Ich gehe davon aus, dass Jean-Luc Dompé spielen wird auf links, dass Selke im Sturm spielen wird und Königsdörfer, denke ich mal, dass er über rechts kommt. Das ist so die Variante, die ich jetzt erstmal bevorzugen würde. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn Otto Stange weiterhin die Chance bekommt, dass er sein wirklich vielversprechendes Debüt auch weiter ausbauen kann, dass er auch so seine Spielzeit bekommt. Der Junge hat ein Riesentalent, hat vor allem ein großes Herz. Und von daher würde ich mir wünschen, wenn er da auch zum Einsatz kommt, gerade an der Seite von Selke oder dann auch als Ersatz von Selke, warum nicht den Jungen einfach mal ins kalte Wasser schmeißen? Ich finde, man kann mit viel Lust und Bock auf diesen Verein, kann man noch richtig ein paar Prozentpunkte rausholen. Das ist ja unseren Spielern in den letzten Wochen so ein bisschen abgegangen. Von daher bin ich total pro Stange und würde mich freuen, wenn der Junge dann auch ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt oder vielleicht sogar etwas mehr. Auf der anderen Seite kommt mit Schalke 04 jetzt ein Gegner, die ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen haben. Davon hatten sie ja in den letzten Wochen nicht allzu viele. Ja, also die Mannschaft liest sich an sich gar nicht so schlecht und ist wahrscheinlich auch nicht diesen Tabellenplatz würdig, auf dem sie stehen. Aber wenn man sich so die Offensive anschaut, dann würde ich jetzt nicht zwingend sagen, das ist ungefährlich. Also mit Karaman haben sie da schon echt einen richtig guten Spieler vorne in der Box. Der ist immer für ein Tor gut. Ansonsten haben sie natürlich mit Younes einen Spielmacher, der jetzt auch immer mehr in die Gänge kommt, der ganz gut in Fahrt kommt. Und ja, dahinter halt mit Paul Seguin. Ich weiß, die Schalker-Fans halten nicht besonders viel von ihm, aber der kommt wohl auch immer besser rein, laut dem Trainer von Schalke. Baut er da auf jeden Fall auf ihn, dass er im Mittelfeld so ein bisschen die Strippen zieht. Mal sehen, was dabei rumkommt. Ganz froh bin ich darüber, auch wenn es mir natürlich für den Jungen leid tut, wenn er sich verletzt hat. Aber Tobias Mohr wird wohl ausfallen. Der Junge ist auch ziemlich gut drauf und ist immer für ein Törchen gut und auch vor allem für Vorlagen. Von daher ist es nicht das Schlechteste, dass er im Spiel gegen uns dann ausfallen wird. Ja, wie ist nun meine Prognose? Ziemlich schwierig. Also ich sage, es kann alles passieren. Von Sieg über Unentschieden bis zur Niederlage ist alles drin. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg und ich bleibe dabei meinem Tipp von 2:1 und hoffe, dass wir den Samstagabend vor vollem Publikum, vor voller Hütte da auch nutzen, um wirklich wieder in die Spur zu kommen. Weil danach wird es nicht leichter mit Spielen gegen den KSC zum Beispiel. Und da müssen wir jetzt unbedingt wieder reinkommen. Wir haben ja ohnehin schon etliche Punkte liegen lassen, unnötigerweise. Und ja, wenn wir den Anschluss nicht komplett verlieren wollen, dann müssen wir jetzt anfangen zu punkten. Und da ist ein Sieg gegen Schalke einfach absolut richtungsweisend. Dasselbe natürlich auch für Schalke, denen auch schwere Wochen bevorstehen. Ich wünsche ihnen natürlich alles Gute, den Schalkern, aber gegen uns müssen die Punkte dann doch idealerweise liegen bleiben. Ja, liebe HSV-Fans, jetzt frage ich euch, wie seht ihr das Ganze? Wie tippt ihr das Spiel? Wie schätzt ihr es ein? Sagt ihr, wir können den Bock wieder umstoßen, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen? Oder haben diese ganzen Aussprachen überhaupt nichts gebracht? War es nur das Pfeifen im Walde und bringt im Endeffekt gar nichts? Zu wünschen wäre es natürlich, aber ich bin super gespannt auf eure Meinung. Könnt gerne die Tipps in die Kommentare reinhauen. Ich lese mir das alles durch, Fadi auch. Wir können da gerne fair und anständig miteinander kommunizieren. Gerne auch von Schalker-Fans, wie die das Ganze sehen, ob ich da irgendwas falsch wiedergegeben habe, was ihre Mannschaft betrifft, ob sie die Mannschaft kritischer sehen als ich. Ich sehe sie nicht ganz so schlecht. Klar, der Tabellenplatz ist nicht der beste, aber wenn man sich die Mannschaft anguckt, finde ich zumindest, steckt da mehr drin als der aktuell 14. Platz. Von daher gerne rein in die Kommentare, schauen wir uns das Ganze an und dann lassen wir uns mal überraschen, wie der Abend verläuft.
Ich wünsche uns allen gutes Spiel, ein faires Spiel. Viele Tore wären natürlich schön, auch wenn ich nicht daran glaube, weil beide Mannschaften wollen, glaube ich, erstmal auf Nummer sicher gehen. Aber ja, cooles Spiel, steht nichts im Wege. Das Feld ist bestellt. Volle Hütte, Flutlicht, Samstagabend, zwei absolut genial große Vereine von der Tradition her, auch wenn es momentan nur ein Zweitligaduell ist, aber die Fans lassen uns spüren, dass da mehr drin steckt als nur zweite Liga. Und von daher auf ein geiles Spiel. Ja, das war's dann von meiner Seite. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Fadi seht ihr am Mittwoch wieder im Livestream. Dann gibt er seine Meinung ab zu dem Spiel, hoffentlich positiverweise, weil die letzten Wochen waren ja dann doch sehr negativ geprägt. Und von daher hoffe ich mal, dass es dieses Mal ein bisschen schöner für uns läuft und dass Fadi mal ein bisschen entspannter da auf seinem Stuhl sitzen kann. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, erfolgreiches Spiel und nur der HSV. Vater, Sohn.